Baudin, Rilke, Hoffmannsthal, Der Mensch und sein Genius. In dem Titel ist schon eigentlich die Grundkonzeption der Ausstellung genannt. Es geht hier um das Werk von Rodin, das auch Literaten Inspiration gestiftet hat. Und in dem Fall verknüpft sich also hier in ganz engen Beziehungen das Werk des Bildhauers mit dem zweier Literaten. Rilke ist ein befreundeter Künstler, der über viele Werke Rodins schon geschrieben hat. Und Hoffmannsthal, und das ist auch weniger bekannt, kommt nun über die Objektgeschichte hier mit ins Spiel. Denn Hoffmannsthal hat 1900 bei seinem Besuch der Pariser Weltausstellung Rodin kennengelernt, war in dessen Atelier in Meudon und sieht dort einen kleinen unscheinbaren Gips und verliebt sich in das Werk. Für Hoffmannsthal war es aber immer die Inspiration, die ihn aus diesem Werk anspricht. Und so hat er also dieses Werk als Guss in Auftrag gegeben. Man geht also in die Objektgeschichte hinein und widmet sich dann einem Werk, nämlich dem Mensch und seinen Genius. Konfrontiert zeigt sich, wie wandelbar Rodin in seinen skulpturalen Ausformungen ist. Aber es wird auch begleitet durch Fotografien, durch Autografen eben von Rilke und von Hoffmannsthal, der begeistert an seine Eltern schreibt, wie er dieses Kunstwerk findet und wie er sich darin verliebt. Und dass er selber glaubt, er arbeitet wie Rodin. Es ist ein oft selbstreflexives Arbeiten, was wir bei Rodin sehen, der eben dieses für Künstler zentrale Motiv der Inspiration in vielen, vielen Facetten gestaltet hat. Und insofern ist die Inspiration immer nicht nur Gegenstand des Werkes, sondern auch die Wirkung des Werkes. Und das zusammenzubringen, war uns hier ein Anliegen. Die Ausstellung präsentiert sich als Ausstellung in der Ausstellung. Wir sind hier im Impressionistensaal und haben dort also einen großen Auftritt Rodins noch einmal geschaffen. Das war auch der Aufstellungsort für Skulpturen Rodins seit ihrer Anschaffung. Und das liegt tatsächlich schon so weit zurück, dass wir hier von den Lebzeiten Rodins sprechen. 1896 war der neu bestellte Direktor Hugo von Tschudi aufgebrochen nach Paris, gemeinsam mit Max Liebermann, und hat dort eine inzwischen legendäre Erwerbungstour gestartet. Und bis 1905 wurden weitere Hauptwerke Rodins angekauft, und somit wurde Rodin hier zu einem wichtigen Sammlungsbestandteil. Und der Zusammenhang, wie wir ihn hier in dieser Ausstellung erleben, geht auf eine lange Tradition hier in der Alten Nationalgalerie zurück.